Hallo, ich bin Daniel von danfu.de und ich möchte euch eine kurze Einführung in Android geben. Nicht jeder ist so technikaffin, dass er sofort, wenn er sein neues Android-Gerät hat, hier wären mal zwei verschiedene Modelle, loslegen kann. Und einige Dinge sind dann für manche Leute auch böhmische Dörfer. Links ein älteres Gerät, das Google Nexus One. Rechts ein relativ aktuelles Gerät, das Samsung Galaxy Note. Wenn das Gerät ausgepackt wurde und vollständig aufgeladen, sollte man auf jeden Fall machen. Den Akku einmal vollständig aufladen, nicht gleich losspielen, sondern wirklich erst laden und dann loslegen. Und das Gerät eingeschaltet wird, dann würde man bei Android 2.3 diesen Bildschirm sehen. Und bei Android 4, ich starte jetzt hier mal das Galaxy Note, sieht das etwas anders aus. Das ist der Begrüßungsbildschirm, der einen dazu auffordert, das Gerät einzurichten. Standardmäßig auf Englisch, wenn gar keine SIM-Karte eingelegt ist, wie links, rechts ist eine SIM-Karte eingelegt. Wenn ich auf Change Language klicke, kann ich die Sprache ändern. Ich ändere das mal auf Deutsch. Weil rechts eine SIM-Karte eines deutschen Providers eingelegt ist, ist der erste Bildschirm gleich schon von vornherein auf Deutsch. Wäre keine drin, wäre es auch auf Englisch. Das ist sozusagen der Willkommens-Einrichtungsbildschirm bei Android 4 hier rechts. Ich gehe auf Start. Hier muss ich den Androiden dazu berühren. Links werde ich jetzt gewarnt, dass keine SIM-Karte eingelegt ist. Zum Einrichten des Telefons benötigt das Gerät Internet. Ich sag mal, mit WLAN verbinden. Dann muss ich jetzt mein WLAN-Passwort eingeben. IP-Adresse wird abgerufen, das kann einen ganz kleinen Moment dauern. Und dann geht's weiter. Jetzt werde ich hier bei Android 2.3, das ist die Versionsnummer, also sozusagen nicht die neueste Version, zur Einrichtung eines Google-Kontos aufgefordert. Ich kann mal etwas heranzoomen, dann kann man das etwas besser erkennen eventuell. Wenn ihr noch kein Google-Konto habt, wäre jetzt die Gelegenheit, eins zu erstellen. Wenn schon eins vorhanden ist, einfach anmelden. Ich habe bereits eins und melde mich an mit meinem Benutzernamen. Der ist die E-Mail-Adresse. Name at googlemail.com oder at gmail.com. Danach klicke ich auf Anmelden, bekomme noch einige Hinweise. Manchmal werden Programme installiert. Genau, der nächste Bildschirm wäre dann die Aufforderung zu entscheiden, ob man Google Services verwenden möchte zur Standortbestimmung und ob man bereit ist, Daten an Google zu senden, um die Google Services zu verbessern. Grundsätzlich würde ich empfehlen, beide Haken wegzuklicken. Das mache ich jetzt mal nicht. Wenn ihr schon mal ein Android-Gerät hattet, dann habt ihr die Möglichkeit gehabt, die installierten Anwendungen, gespeicherte WLAN-Passwörter und so weiter mit eurem Google-Konto zu synchronisieren. Und hier wäre jetzt die Möglichkeit, das wiederherzustellen. Weil das allerdings recht lange dauert, lasse ich das jetzt mal. Die Option, das Handy über das Google-Konto zu sichern, macht Sinn, weil sonst könntet ihr es im Falle einer Neuinstallation oder wenn ihr ein neues Gerät habt, nicht wiederherstellen.
dann noch einige Hinweise und das Setup abschließen. An der Stelle könnt ihr jetzt festlegen, ob das Datum automatisch vom Provider bezogen werden soll oder über das Internet. Alternativ kann man es manuell einstellen. Wird der Haken angeklickt, sind die anderen Einstellungspunkte nicht mehr auswählbar. Und schon ist das Gerät einsatzbereit. Zurück zum Galaxy Note mit Android 4. Da ist der zweite Bildschirm. Die Frage, ob die Uhrzeit vom Provider bezogen werden soll, also automatisch eingestellt werden soll oder nicht. Ich sage mal ja, gehe auf Weiter. Und hier hätte ich jetzt die Möglichkeit, so wie bei dem älteren Gerät, mich entweder in meinem Google-Konto anzumelden oder ein neues Google-Konto einzurichten. Ich kann auch ganz drauf verzichten. Dann müsste ich allerdings auf viele Google-Services verzichten. Also melde ich mich auch hier an. Einige Geräte haben Besonderheiten. In dem Fall das Galaxy Note verfügt über einen Stift, aber nicht nur das, sondern das ist auch relativ breit. Und deshalb wird mir jetzt hier angezeigt, dass ich die Möglichkeit hätte, die Tastatur so einzustellen, dass sie nur mit einer Hand bedienbar ist. Das breche ich jetzt mal ab und melde mich an. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich jetzt nicht die Passworteingabe live im Video zeige. Der Anmeldevorgang läuft und das kann einige Minuten dauern. Hier hatte ich jetzt keine Aufforderung, mich mit einem WLAN zu verbinden. Das hätte ich über das Kontextmenü mit der Menütaste hier einstellen können. Habe es jetzt nicht getan. Auch hier die Frage, ob ich mein Telefon wiederherstellen möchte. Nein, möchte ich nicht, das dauert zu lange. Und ob ich es ins Google-Konto sichern möchte. Ebenfalls die Aufforderung zu entscheiden, ob man die Standortdienste von Google verwenden möchte und anonym Daten senden, um die Google-Dienste zu verbessern. Ja. Bei Android 4 könnt ihr euren Namen hinterlegen. Das macht eventuell dann Sinn, falls ihr das Telefon verlegt und es zu einem Streit käme, dann könnt ihr sagen, nein, das ist mein Telefon, da steht auch mein Name drin. Als Beispiel. Ich lasse das jetzt mal so. Und schon ist das Gerät fertig eingerichtet. Bei euch müsste jetzt normalerweise nochmal die Aufforderung zur Eingabe der PIN-Nummer für die SIM-Karte kommen. Das habe ich bei mir ausgeschaltet. Ich schalte das Gerät auch mal aus. Schalte beide ein. Beim Einschalten des Geräts gibt es einen Entsperrbildschirm, damit man nicht irgendwie versehentlich, falls das Gerät in der Hosentasche ist, irgendwas tippt, jemanden anruft. In diesem Fall müsste man bei der älteren Android-Version das Schlosssymbol einfach rüberziehen. Was sehr nett ist, es gibt auch noch die Möglichkeit, diesen Lautsprecher in die andere Richtung zu ziehen. Dann ist das Gerät auf Vibrationsmodus eingestellt und lautlos. Das wäre der Startbildschirm bei Android 2.3. Samsung-spezifisch muss man hier einfach nur irgendwo auf den Bildschirm tippen und das Schloss wegziehen. Auf dem Startbildschirm sozusagen, der Homescreen oder Zuhause-Bildschirm, wie man es auch mal nennen möchte, befinden sich einige Dinge. Apps, eine Uhrzeit, hier eine Hilfe und ein Menü.
Hinter diesem Menü verbergen sich alle installierten Anwendungen. Je nach Gerät und Hersteller sind schon mehr oder weniger viele Anwendungen vorinstalliert. Die wichtigste Anwendung überhaupt, denn eventuell möchtest du ja auch weitere Anwendungen installieren, ist der Android Market bzw. Google Play Store. Google hat den irgendwann mal umbenannt in Play Store. Früher hieß er Android Market. Bei der ersten Verwendung werde ich wahrscheinlich aufgefordert, die Lizenzbedingungen zu akzeptieren. Mache ich das nicht, kann ich ihn nicht verwenden und es ist nicht möglich, über den Market weitere Anwendungen zu installieren. Der Android Market, der jetzt Google Play Store heißt, auch hier bekomme ich die Aufforderung, die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Sieht jetzt auf den beiden Geräten etwas unterschiedlich aus. Rechts habe ich, glaube ich, gerade eine etwas langsame Datenverbindung. Also wäre es eventuell sinnvoll, mich mit dem WLAN zu verbinden. Das kann ich ganz kurz mal demonstrieren. Wenn man die Menütaste am Home-Bildschirm drückt, also nochmal zum Nachvollziehen. Zu dem Home-Bildschirm kommt ihr immer wieder zurück, wenn ihr die Home-Taste drückt. Bei neueren Geräten gibt es nur noch drei Tasten, nämlich die Menütaste, die Home-Taste und die Zurücktaste. Bei älteren Geräten gibt es vier Tasten. Es wäre die Zurücktaste, die Menütaste, die Home-Taste und die Suchentaste. Also, wenn ich auf das Haussymbol, auf die Home-Taste oder wie auch immer klicke, komme ich immer wieder zu meinem Startbildschirm zurück. Wenn ich am Startbildschirm die Menütaste drücke, ich mache das mal hier bei dem älteren Gerät und bei dem neueren, gibt es die Möglichkeit, Einstellungen auszuwählen. Und in den Einstellungen kann das Gerät konfiguriert werden. Zum Beispiel WLAN, drahtlose Netzwerke. Wie man sehen kann, ist bei WLAN ein Haken gesetzt. Ich klicke auch hier mal auf WLAN. Das sieht bei Android 4 natürlich etwas anders aus. Es ist das neuere System. Da werde ich aufgefordert, ich soll WLAN einschalten. Also wäre hier nicht mit einem Haken rechts, sondern mit diesem Schalter. Wenn ich WLAN eingeschaltet habe, kann ich mit einem Klick auf WLAN mein WLAN-Netzwerk auswählen und werde aufgefordert, das Passwort einzugeben. Das mache ich jetzt mal. Und auch hier ist gut zu sehen, IP-Adresse wird abgerufen und dann bin ich verbunden. Wenn ich über WLAN verbunden bin, kann man oben, rechts oben, das WLAN-Symbol sehen. Diese Pfeile mit den halbrunden Strichen. Bei der älteren Android-Version ist das Ganze ohne Pfeile. Der Unterschied liegt im Grunde genommen darin, sind rechts in dem Gerät bei der neueren Android-Version die Striche farblich, dann besteht gerade aktuell eine Datenverbindung, es sind keine Farben in den Strichen und sie sind grau, werden keine Daten geladen oder kopiert. Wenn ich hier mich mit einem WLAN-Netzwerk verbinden möchte, klicke ich einfach auf WLAN-Einstellungen, wähle mein Netzwerk aus, das habe ich ja schon beim Einrichten des Telefons getan. Also, wieder zurück zum Home-Bildschirm. Home-Taste, ganz wichtig. Je nach Android-Gerät kann der unterschiedlich aussehen. Das variiert auch von Hersteller zu Hersteller. Original bei Android 4 sieht der Startbildschirm nicht so aus. Das ist der von Samsung. Er besteht aus mehreren Bildschirmen, die man durch Wischen wechseln kann. Unten
der Indikator, um zu sehen, auf welchem Bildschirm man sich befindet. Und auch hier, wenn ich auf Home drücke, komme ich immer zum ersten zurück. Das gleiche ist auch bei dem älteren Android-Gerät der Fall. Klicke ich auf Home, komme ich zurück. Den Home-Bildschirm kann ich mir individualisieren. Wenn ich jetzt die Suche zum Beispiel nicht haben möchte, hier bekomme ich auch noch einen Hinweis, dann tippe ich sie einfach länger an und werfe sie in den Mülleimer. Die Suche ist nicht gelöscht. Also man muss unterscheiden zwischen Anwendungen und sogenannten Widgets. Die Uhr hier oben, das wäre ein Widget. Das ist eine Anwendung, die direkt auf dem Startbildschirm läuft. Die kleinen Symbole unten, das sind Anwendungen. Wenn ich jetzt sage, ich brauche relativ häufig zum Beispiel die Kamera, dann gehe ich einfach ins Menü, klicke sie an, halte sie gedrückt und wähle mir auf dem Startbildschirm einen freien Platz für meine Kameraanwendung aus. Ich kann die auch durch längeres Drücken einfach verschieben. Angenommen, die Uhr gefällt mir nicht, ab in den Mülleimer. Das ist die Wetteranzeige, nicht eingerichtet, auch weg. Dann habe ich hier genügend Platz für irgendwelche anderen tollen Widgets. Ich drücke länger auf den Home-Bildschirm und es erscheint ein Menü, Widgets. Und hier kann ich aus vielen Widgets auswählen, die schon von Samsung voreingestellt für diesen Home-Bildschirm gedacht sind. Und ich wähle einfach mal eine analoge Dual-Clock, länger antippen. In dem Fall muss ich noch auswählen, für was für einen Bereich, also Berlin. Und dann ziehe ich mir die hier in freien Bereich. Man sieht auch gleich, wie viel Platz diese Uhr braucht, nämlich vorm Loslassen wird es markiert. Angenommen, es wäre zu wenig Platz, könnte ich dieses Widget nicht platzieren und müsste Anwendungen verschieben. Und schon habe ich diese Dual Clock, links mit der Uhrzeit von Berlin und rechts könnte ich es jetzt hier festlegen. Es gibt hunderte, ach was sage ich, tausende von solchen kleinen Widgets-Anwendungen im Google Play Store. Bei der älteren Android-Version würde das Menü zum Hinzufügen von Widgets nicht hier unten auftauchen. Das ist übrigens auch Samsung-spezifisch, sondern es kommt ein großes Kontextmenü und hier gehe ich auf Widgets und kann mir auch hier irgendeins auswählen. In dem Fall noch die Größe, 2x2 Felder. Jetzt käme der Hinweis, es ist nicht genügend Platz. Also könnte ich zum Beispiel diese Einführungshilfe einfach längere Zeit anklicken. Den Mülleimer ist in dem Fall oben. In den Mülleimer werfen. Die Uhr noch einmal auswählen. Und dann wird sie platziert. Wenn mir das nicht gefällt, die Position, dann ändere ich die einfach. Neben der Uhrzeitanzeige ist eines der wichtigsten Widgets wohl das System-Widget. Ich gehe mal auf einen anderen Bildschirm. Hier hätte ich gleich einen Musikplayer. Mensch, jetzt geht's nicht. Klicke in einen freien Bereich, wähle Widgets und hier gibt es dann die Energiesteuerung. Über das Energiesteuerelement kann ich wichtige Funktionen direkt mit einem Klick ändern. Zum Beispiel Bluetooth einschalten oder GPS ausschalten, die Datenverbindungen grundsätzlich ausschalten oder einschalten, WLAN aus- und einschalten, die Synchronisation des E-Mail-Kontos aus- und einschalten und die Helligkeit verändern. Das variiert von Hersteller zu Hersteller auch etwas. Ich füge hier mal auf einem freien Platz eins hinzu. Also nicht irgendeins, sondern das Energiesteuerelement beim Samsung Galaxy Note. Wenn ich es denn finden würde, da ist es. Das nennt sich hier Energiesparmodus. Wie gesagt, variiert von Hersteller zu Hersteller. Auch hier hätte ich die Möglichkeit, WLAN mit einem Klick ein- und auszuschalten, Bluetooth ein- und auszuschalten, GPS, die Synchronisation, die Helligkeit des Geräts. Es gibt mehrere Stufen. Wenn das A drin steht, dann ist es automatisch abhängig von der Umgebungshelligkeit.
wie lange es dauern soll, bis der Bildschirm dunkel wird, das Gerät sich also automatisch sperrt. Ich stelle hier mal 5 Minuten ein, dann muss ich nicht ständig einschalten, das ist nämlich sehr nervig. Und ich komme direkt in die Einstellungen. Alle diese Einstellungen, die man über das Energiesteuerelement oder Energiesparmodus-Element vornehmen kann, kann man auch in den Einstellungen, also wieder Homebildschirm, Menütaste Einstellungen, Homebildschirm, Menütaste Einstellungen, vornehmen. Wie gesagt, vorhin schon erwähnt, WLAN ein-ausschalten über WLAN hier durch diesen Schalter Bluetooth. Das gleiche. Aber auch, genau, das wäre noch zu erwähnen. Wenn ich jetzt in einem Menü drin bin, ich klicke hier mal meinetwegen in das WLAN-Menü und möchte zurück in die vorherige Ebene, dann kann ich immer die Zurücktaste verwenden. Gehe ich noch einmal zurück, wäre ich wieder am Homebildschirm oder in der zuvor gestarteten Anwendung. Das geht auch hier. Also ich gehe in die WLAN-Einstellungen meinetwegen, gehe zurück, bin ich wieder in den allgemeinen Einstellungen zu Drahtlosnetzwerken, gehe nochmal zurück, sehe ich die Einstellungen. Okay, das nur am Rande. Noch einmal in die Einstellungen. Ich wollte ja zeigen, dass alle Einstellungen, die auch über dieses Energiesteuer-Widget möglich sind, in den Systemeinstellungen des Geräts selber vorgenommen werden können. Beispielsweise die Displayhelligkeit. Hier kann ich auch festlegen, wie lange es dauern soll, bis das Display ausschaltet. Ich wähle mal 10 Minuten. Um Akku zu sparen, macht es natürlich Sinn, eine relativ kurze Zeit zu wählen. Ich kann die Helligkeit einstellen, automatisch oder manuell. Das sieht etwas anders aus als in dem Widget, aber es funktioniert. Also wieder zurück zum Homebildschirm. Wäre hier auch bei Android 4 ist das Ganze natürlich etwas schicker gelöst. Ist ja auch das neuere Gerät. So, zurück zum Android Market bzw. Google Play Store. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, auch links ist jetzt nicht mehr das Market-Symbol, sondern das Play Store-Symbol. Jetzt habe ich das endlich ausgeschaltet. Der Grund dafür ist, der Play Store aktualisiert sich vollkommen selbstständig und vollautomatisch im Hintergrund. Weil es jetzt ja nicht mehr der Android Market ist, sondern der Play Store, gibt es auch andere Bedingungen. Es ist empfehlenswert, sich die einmal durchzulesen. Ich habe das bereits gemacht und ich akzeptiere diese. Auf der ersten Seite werden Anwendungen vorgestellt und es gibt in Deutschland 2 Bereiche, nämlich Apps, also kleine Anwendungen, oder Bücher. In Spanien beispielsweise gäbe es auch noch Filme. Das ist hier leider noch nicht verfügbar. Was bedeutet das? Eigentlich recht einfach. Es können Bücher gekauft werden und Anwendungen gekauft werden. Sie müssen aber nicht gekauft werden, nicht unbedingt, denn unheimlich viele sind kostenlos. Ich wähle mal Anwendungen aus. Und hier, besser gesagt, ich mache das lieber am großen Gerät, dann ist es etwas schöner zu sehen. Der Markt ist jetzt ja bei beiden gleich. Auch hier wieder Apps, Bücher, hier vorgestellte Anwendungen. Ich könnte direkt draufklicken und würde dann eine Liste der Anwendungen sehen. Spiele. Also ich klicke auf Apps. Die sind unterteilt in unterschiedliche Kategorien, auch hier wieder vorgestellte. Dann eine Auswahl von Google, Spiele, Empfehlungen der Redaktion und vieles mehr. Oben kann man erkennen, steht angesagt. Viel interessanter ist der Bereich Top kostenpflichtig bzw. Top kostenlos. Also sozusagen die Top 100 und mehr der kostenlosen Anwendungen. Erfolgreichste, wie man sich schon fast vorstellen kann, wahrscheinlich die umsatzstärksten meinetwegen. Hier Navigon Europa kostet 44,44 €. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt sehr günstig. Die meisten Anwendungen kosten im Schnitt zwischen 50 Cent und 5 Euro. Hier top kostenpflichtig neu und top kostenlos neu. Das heißt, man wird also auch, wenn man möchte, darüber informiert, welche Anwendungen sind denn neu im Google Play Store, falls man was Neues entdecken möchte. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, innerhalb des Play Stores kommt hier immer über
Hier seht ihr vorne links vor dieser Einkaufstasche einen kleinen Pfeil. Kommen immer wieder zurück auf die Startseite des Play Stores. Also noch einmal auf Apps klicken. Geht man ganz links rüber, hätte man die Möglichkeit, die Kategorien auszuwählen. Ich demonstriere jetzt mal die Installation einer Anwendung und ich würde ein Widget nehmen. Die hatten wir ja gerade schon, diese kleinen Anwendungen, die direkt auf dem Home-Bildschirm laufen. Beispielsweise ein Wetter-Widget. Kann ich jetzt hier lange suchen. Ich suche lieber mal im kostenlosen Bereich. Sehe ich hier von Wetter.com gibt es da was. Dann klicke ich drauf und bekomme oben eine Reihe von Bildschirmfotos der Anwendung. Die kann ich, wenn ich sie anklicke, mir auch in groß anzeigen, um ein grobes Gefühl davon zu bekommen, wie denn diese Anwendung aufgebaut ist. Zurück natürlich wieder mit der Zurücktaste. Sehe die Bewertungen, Hinweise zur Version, eine Beschreibung der Anwendung, das ist sehr interessant. Ach ja, hier dieser kleine Pfeil bedeutet, da kommt noch mehr. Einfach draufklicken, dann kann man alles lesen, nochmal draufklicken, also wieder verkleinert. Hier sehe ich eine Beschreibung. Und hier, das ist ganz interessant und auch ganz wichtig, die Bewertungen der Benutzer. Die Anwendung ist durchschnittlich mit 4,3 bewertet. Bedeutet nichts anderes als aus allen Bewertungen, man kann bis zu 5 Sterne vergeben, zwischen 1 und 5 Sternen für die Anwendung, wenn man möchte. Man muss das natürlich nicht machen. 4,3 ist schon mal ein sehr guter Wert. Sieht man auch hier an dem Balken. Der überwiegende Teil der Leute, nämlich 11.363, haben gesagt, Mensch, die Anwendung ist okay. Viele haben auch schon einen Kommentar hinterlassen. Manchmal sind auch schlechte Bewertungen dabei, aufgrund der nicht vorhandenen Kompatibilität mit bestimmten Geräten. Also lohnt es sich auch, wenn man eine Anwendung sieht, die jetzt nicht so gut bewertet ist, mal die Bewertungen durchzulesen, die schlechteren. Eventuell sind die gar nicht objektiv. Hat man sich das alles durchgelesen, das ist auch kein Muss und entscheidet sich für diese Anwendung, die in diesem Fall kostenlos ist. Deshalb steht oben auch nur installieren, ansonsten stände da kaufen. Klickt man einmal drauf und bekommt, und das ist das Allerwichtigste, diesen Bildschirm immer bitte aufmerksam anschauen, einen Hinweis, was diese Anwendung möchte. Also, sie möchte auf die Netzwerkkommunikation zugreifen und sie möchte den aktuellen Standort abrufen. Es ist eine Wetteranzeige, das heißt ein kleines Element am Startbildschirm, was einem das aktuelle Wetter in der Stadt, in der man sich befindet, anzeigt. Ja, wo bekommt das denn das Wetter her? Klar, übers Internet. Und die Information, wo man sich befindet, die bekommt die Anwendung über die GPS-Koordinaten. Das heißt, es ist absolut plausibel, dass diese Anwendung sowohl auf den Standort zugreifen möchte, als auch auf die Netzwerkkommunikation. Wenn eine solche Anwendung jetzt zum Beispiel sagen möchte, ich möchte aber auch SMS versenden können, ich möchte das komplette Telefonbuch auslesen oder ähnliches, dann solltet ihr euch wirklich überlegen, ob ihr dieses Programm auch wirklich braucht, eventuell im Internet mal recherchieren, zurückgehen, die Bewertungen nochmal durchlesen. Es gibt tatsächlich leider Anwendungen, die mehr Informationen sammeln als nötig. Okay, ich klicke jetzt hier auf Installieren. Wenn ich mir das durchgelesen habe oder angeschaut habe und das für gut befinde, ich klicke hier auch nochmal Detailinformationen, kann ich sagen Akzeptieren und Herunterladen. Der Balken signalisiert, wie weit die Anwendung heruntergeladen wurde. Ich sehe auch die Größe der Anwendung, das sehe ich auch vorher schon, nämlich hier. Das ist eventuell auch eine Entscheidungshilfe bei der Installation, wenn ich jetzt kein so großes mobiles Datenvolumen habe, kein WLAN verfügbar ist, aber trotzdem eine Anwendung installieren möchte, dann sollte das natürlich keine 20 Megabyte Anwendung sein. 4 Megabyte ist schon okay, wobei bei 4 Megabyte empfiehlt es sich doch, schnelles WLAN zu verwenden. Wie gesagt, hier sehe ich, dass die Anwendung installiert wird. Wenn ich hier oben den Balken runterziehe, sehe ich das auch hier. Zu diesem Balken, den man hier hoch und runterziehen kann, da komme ich später. Also, wenn die Anwendung heruntergeladen ist, man kann während der Installation einer Anwendung übrigens auch andere Sachen machen. Das kann vollkommen im Hintergrund laufen. Android ist multitaskingfähig. Wenn die Anwendung installiert ist,
dann finde ich diese in meinen Anwendungen, in dem Fall hier, und kann einfach draufklicken. Jede Anwendung sieht ein bisschen anders aus. Hier werde ich jetzt aufgefordert, meinen Ort einzugeben, also sage ich einfach mal suchen und gebe Erlangen ein. Genau, Erlangen in Bayern. Wobei die Franken sagen würden, Erlangen in Franken, natürlich nicht in Bayern. Habe hier auch nette Wetterinformationen. Aktuell ist es 18,9 Grad. Westwind mit 14 Kilometern die Stunde. Klicke ich drauf, kriege ich noch detailliertere Informationen mit Vorschau für die nächsten Wochentage. Aber das ist ja unter der Kategorie Widgets gewesen. Es ist in dem Fall zufällig auch eine Anwendung. Möchte ich dieses Widget jetzt hinzufügen, brauche ich freien Platz. In dem Fall mache ich mir den einfach am Homebildschirm, indem ich den Kalender lösche, klicke wieder länger drauf, gehe auf Widgets. Und bei meinen Widgets müsste sich jetzt irgendwo das Widget zu der wetter.com-App befinden. Die scheinen alphabetisch sortiert zu sein, also ganz am Ende hier. Auch hier wieder die Aufforderung, die Stadt auszuwählen. Und schon habe ich hier klein zu sehen die Informationen. Erlangen 19 Grad. Klicke ich auf das Widget, komme ich in die Anwendung. Variiert von Anwendung zu Anwendung. Also, Anwendungen befinden sich alle hier. Widgets müssen individuell auf den Homebildschirm gezogen werden. Es gibt Anwendungen wie wetter.com, die sowohl Widgets als auch Anwendung beinhalten, also in einem eine Anwendung und ein Widget sind. Und ich kann die Anwendungen individuell platzieren. Ich könnte hier auch rüberschwenken in den nächsten, da ist alles voll, oder in den Bildschirm und dann meine Anwendung platzieren. Eine Besonderheit bei Samsung ist, die unteren Anwendungen, die sind so, wie sie sind. Wenn ich die ändern möchte, dann muss ich auf die Menütaste drücken, dann hier auf Menü und auf Bearbeiten. Und dann habe ich die Möglichkeit, die Anwendungen hier zu entfernen und eventuell andere Anwendungen, wie meinetwegen die YouTube-Anwendung, hier hereinzuziehen. Dann einmal Menü und Speichern und schon hat sich das geändert. Jetzt ist an der Stelle hier YouTube. Beim ersten Mal sucht man da manchmal ein bisschen bei den Samsung-Geräten, bis man das findet. Zu der Statusleiste. Informationen, was alles so gerade ist, werden hier hinterlegt. Also, ich fahre einfach, ich tippe mit dem Finger oben auf die Leiste, bei der ich hier oben rechts sehe, wie viel Uhr wir haben, wie der aktuelle Akku-Ladezustand ist, der mobile Empfang, der Netzwerkempfang, in dem Fall über WLAN. Und dann gibt es zusätzliche Informationen, die werden dann hier aufgeschlüsselt, zum Beispiel, dass Wetter.com installiert wurde. Ich habe 172 neue E-Mails. Es gibt, ich müsste Software-Updates einrichten. Und wenn ich jetzt draufklicke, meinetwegen auf 172 neue E-Mails, dann würde die E-Mail-Anwendung öffnen. Ich gehe jetzt mal schnell wieder raus, weil das geht euch nämlich gar nichts an. Und danach verschwindet das auch in der Informationsliste. Angenommen, der Rest interessiert mich überhaupt nicht, dann gehe ich hier auf Löschen, dann ist das alles weg. Aber eine Sache, die interessiert mich schon noch, nämlich Software-Updates. Das Gerät sollte immer aktuell gehalten werden, schon aus Sicherheitsgründen. Und die müssen beim ersten Mal eingerichtet werden. Also klicke ich jetzt hier drauf. Bekomme einen Haftungsausschluss und ganz viel Information, die ich natürlich schon durchgelesen habe. Gehe dann auf Bestätigen. Je nachdem, wie schnell die Internetverbindung ist, kann das etwas dauern. Und das war's. Also nochmal in die Software-Updates am Home-Bildschirm. Also Home-Bildschirm, natürlich wieder Home-Taste, in dem Fall beim Samsung Galaxy Note die mittlere Taste, bei anderen Samsung Galaxy-Geräten auch. Menü drücken, Einstellungen antippen. Und aufgrund meiner Bestätigung von vorhin wird jetzt automatisch nach Software-Updates gesucht. Es gibt aktuell keins. Das ist also die neueste Version.
In den Einstellungen war ich ja vorhin schon, wo die WLAN-Einstellungen sind und so weiter. Ganz unten gibt es den Bereich Telefoninformationen. Und hier erfahre ich zum Beispiel, dass ich ein GTN 7000 habe. Das ist die Modellbezeichnung des Samsung Galaxy Note. Ich sehe, dass Android 4.0.3 installiert ist. Und noch ein paar mehr Informationen. Viel interessanter ist aber oben Software Update. Und hier könnte ich auch manuell anstoßen, dass aktualisiert werden soll. Ich kann sagen, dass meinetwegen nur über eine WLAN-Verbindung das Software-Update heruntergeladen werden soll, wenn eins verfügbar ist. Das macht Sinn, die sind manchmal recht groß und bei kleineren Datenpaketen über Mobilfunk sollte man diesen Haken auf jeden Fall drin lassen. Ansonsten wird automatisch nach Updates gesucht. Thema Sicherheit. Software-Updates, ganz wichtig, aber es gibt tatsächlich Schadsoftware. Normalerweise verirrt die sich nicht in den Google Play Store, ist in der Vergangenheit aber schon vorgekommen. Also überlegt gut, aus welchen Quellen ihr Programme installiert. Ich empfehle immer nur, den Google Play Store zu nehmen. Hier, gerade schon wieder die Information, dass es neue E-Mails gibt. Also, einfach mal in den Google Play Store. Und wenn man jetzt sagt, man möchte ein Antivirus-Programm haben, kann man danach suchen zum Beispiel. Während man die Suche eingibt, schlägt der Google Play Store schon häufig gesuchte Suchbegriffe oder auch direkt Programmnamen vor. Ähnlich der Google-Suche am PC. Die gefundenen Anwendungen sind nach Priorität sortiert. Meistens so die am häufigsten heruntergeladen worden sind und zusätzlich auch noch sehr gut bewertet, sind weiter oben. Die etwas schlechter bewerteten und nicht ganz so oft heruntergeladenen Anwendungen sind weiter unten. Hier sieht man, die Sterne werden weniger. Als weiteres Kriterium spielt mit Sicherheit auch die Aktualität mit rein. Also eine Anwendung, die das letzte Mal vor 3 Jahren aktualisiert wurde, aber trotzdem 5 Sterne hat und sehr oft heruntergeladen wurde, kann nie an erster Stelle sein. Ich sehe hier auch rechts, ob die Anwendung kostenlos ist oder etwas kostet. Antivirus Pro würde meinetwegen etwas kosten. Wenn ich eine Anwendung gekauft habe und ich habe mir mal vor einiger Zeit, ich bin damit allerdings nicht sehr zufrieden gewesen, die Anwendung My Antivirus Pro gekauft, dann sehe ich nicht mehr den Preis, sondern sehe, dass die Anwendung gekauft wurde. Gekaufte Anwendungen kann ich auch jederzeit erneut installieren, wenn sie noch verfügbar sind. Dazu später mehr. Die Preise variieren. Hier über 60 Euro für die Dr. Web Antivirus Anwendung. Von anderen bekannten Herstellern wie Avast sind die Anwendungen kostenlos. Schaut euch das einfach mal an. Antivirus am Android-Handy macht Sinn, denn das Gerät ist eigentlich kein Handy, sondern es ist ein kleiner Computer mit Display, mit dem man zufällig auch telefonieren kann. In dem Fall gäbe es hier sogar ein Video, was so ein bisschen die Anwendung zeigt. Nicht nur Bildschirmfotos, sondern gleich auch noch ein Video. Sehr interessante Sache. Wie man so eine Anwendung installiert, habe ich ja schon gezeigt. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, was haben denn andere Leute so installiert? Dann wäre der Bereich Top kostenlos wahrscheinlich sehr interessant. Hier wäre YouTube. Dort steht nicht kostenlos oder der Preis, sondern steht Update. Das bedeutet im Prinzip nichts anderes als, die Anwendung war bei der ersten Installation des Telefons schon auf dem Telefon vorhanden, aber nicht in der aktuellen Version, es gibt eine neuere, dann kann ich ein Update durchführen. Und dann wird die YouTube-Anwendung aktualisiert. Dann gäbe es hier WhatsApp, das ist im Prinzip ein SMS-Ersatz. Die Nachrichten werden über Internet verschickt zu anderen Benutzern, die auch WhatsApp verwenden. Sehr schöne Sache, verwende ich auch sehr gerne. Facebook, Google Plus. Ich installiere mal Facebook. Das ist nämlich sehr interessant. Also, falls du bei Facebook bist, solltest du dir wirklich ernsthaft überlegen, ob du bei Facebook bleibst. Wenn du siehst, was diese Applikation möchte. Die Bewertungen sind durchschnittlich, wie man sieht. Also 3,6 ist, kann man sagen, ist noch okay, aber den Grund dafür könnte man natürlich hier in den Bewertungen sehen.
Ich klicke mal auf Installieren und dann, stopp, nicht sofort Akzeptieren klicken, sondern gucken, was sie möchte. Also, die Anwendung möchte Kontakte lesen und Kontaktdaten schreiben. Klar, du kannst deine Facebook-Kontakte mit den Kontakten deines Telefons abgleichen. Eine viel wichtigere Frage ist, möchtest du das? Und was noch viel wichtiger ist, möchten die Leute, deren Kontakte du in deinem Telefon hast, dass du die Kontakte mit den Facebook-Kontakten abgleichst? Ich glaube, wenn man die Leute fragen würde, würden sie durchgehend sagen, nein, auf keinen Fall. Netzwerkkommunikation verständlich. Facebook ist ein Online-Portal. Wenn es kein Netzwerk gibt, dann geht natürlich nicht. Speicher, auch relativ verständlich. Es werden sehr komplexe Sachen angezeigt. Fotos, Bilder, Beiträge, da muss irgendwo mal zwischengespeichert werden. Das ist in Ordnung. Standort ist okay. Einstellungen grundsätzlich auch. Videoaufnahme, Tonaufnahme, klar, man möchte ja auch mal ein Video zu Facebook hochladen. Muss sein. Das hier wiederum muss mal überhaupt nicht sein. Überlegt's euch. Ich werde Facebook jetzt nicht installieren. Flash Player. Das ist sehr interessant. Mittelfristig wird er wahrscheinlich verschwinden. Wurde schon angekündigt, aber er ist noch vorhanden. Wer ein wer kein Android-Telefon hat, sondern eins der Konkurrenz, so eins hier, ein iPhone, der weiß, es gibt keinen Flash Player. Viele Internetseiten verwenden den Flash Player noch. Beziehungsweise nicht den Flash Player, sondern Anwendungen, die nur mit Flash funktionieren. Auch Videoportale. Es gibt ja neben YouTube noch andere. Also macht es Sinn, tatsächlich den Flash Player zu installieren. Skype, auch eine sehr schicke Geschichte. Moderne Geräte verfügen über eine Kamera, die vorne angebracht ist. Hier, oh, ich bin nicht ganz im Bild. In dem Fall hier. Also es ist möglich, direkt von Gerät zu Gerät über Skype mit jemandem übers Internet zu telefonieren. Also, ihr könnt die Liste einfach mal durchgehen. Die Liste der Top-Kostenlos-Anwendungen ist sehr interessant. Der zweite Teil im Google Play Store ist Google Play Books. Um Bücher zu lesen, braucht man auf jeden Fall die Anwendung Playbooks von Google. Empfiehlt sich zu installieren. Es empfiehlt sich auch einfach mal nach Google zu suchen. Denn schon direkt aus dem Hause Google, also sozusagen dem Android-Entwickler, gibt es etliche tolle Anwendungen. Google Plus, das soziale Netzwerk. Street View in Google Maps. Das heißt, ich kann nicht nur eine Straßenkarte anzeigen lassen, sondern wenn tatsächlich Fotos von den Häuserfronten gemacht worden sind, dann sehe ich das auch und kann virtuell dadurch navigieren. Übersetzer, sehr tolle Anwendung. Benötigt zwar eine Internetverbindung, aber es kann in etliche Sprachen übersetzt werden mit Sprachein- und Ausgabe. Also ist fast wie bei Star Trek. Google Earth, sehr groß, sehr interessant. Google Drive, sehr interessant. Das ist ein relativ junger, neuer Dienst. Google bietet jedem 5 GB kostenlosen Speicher an. Und man kann seine Dokumente, Daten, Bilder, was man möchte, am PC in einem Ordner ablegen, der mit Google Drive synchronisiert wird. Und hat natürlich auch die Möglichkeit, auf seinem Android-Gerät diese Daten mit dem Android-Gerät zu synchronisieren. Bedeutet nichts anderes, wenn ich ein Bild mit dem Samsung Galaxy Note hier bei installiertem Google Drive in dem Google Drive-Ordner sichere und es synchronisiert wurde, dann kann ich am PC einfach in den Google Drive-Ordner gehen und das Bild ist da. Sehr schicke Lösung. Google Maps. Google Goggles. Auch eine sehr tolle Anwendung. Ich fotografiere etwas und angenommen, da steht etwas in einer anderen Sprache als die Spracheinstellung meines Gerätes drauf,
dann wird Google Goggles versuchen, das automatisch zu übersetzen. Das heißt, ich muss nicht das, was übersetzt werden muss, erst eintippen. Das ist zum Beispiel dann sehr hilfreich, wenn es sich um meinetwegen chinesische Schriftzeichen handelt. Die installierten Anwendungen, hier sehe ich es, wieder in der Statusleiste als Information. Flash Player wurde installiert, Google Books wurde installiert, der Übersetzer wurde installiert. Ich kann auch hier direkt draufklicken, dann öffnet die Anwendung. Natürlich ist es dann in der Informationsliste nicht mehr da. Muss hier auch die Lizenzbedingungen und andere Sachen akzeptieren. Voreingestellt ist Englisch-Deutsch, weil das Gerät auf Deutsch eingestellt ist und Englisch wohl die am häufigsten zu übersetzende Sprache wäre. Wenn ich jetzt hier etwas eingebe, per Spracheingabe, Hello World, ja, das dauert jetzt etwas, dann wird übers Internet quasi gesucht und analysiert. Was könnte das denn sein, was der da reingesprochen hat? Hoffentlich kommt dabei jetzt Hello World raus. Und das würde sofort in die andere Sprache, in dem Fall Deutsch, übersetzt werden. Und es gäbe die Möglichkeit, das dann auch per Sprache vom Telefon vorlesen zu lassen. Ich kann also auch deutsche Begriffe einsprechen und die meinetwegen auf Spanisch das Gerät sagen lassen. Das dauert jetzt relativ lange, wahrscheinlich wegen der verhältnismäßig schlechten Internetverbindung und der Tatsache, dass im Hintergrund immer noch Anwendungen installiert werden. Headover ist jetzt nicht ganz das, was ich gesagt hatte. Ich sehe hier kopfüber und könnte das natürlich auch vorlesen lassen. Kopfüber. Auf die Art und Weise ist es auch sehr einfach, mit dem Umweg Smartphone mit jemandem zu kommunizieren, der eine vollkommen andere Sprache spricht. Natürlich kann man auch per Texteingabe nach dem zu übersetzenden Wort suchen. Das war jetzt ein ganz grober erster Eindruck. Zusammenfassend, es wird ein Google-Konto benötigt, ist aber keine Pflicht. Wer aber Anwendungen aus dem Play Store haben möchte, braucht ein Google-Konto. Die Anwendungen am Home-Bildschirm können individuell platziert werden. Im Menü befinden sich alle Anwendungen. Dann gibt es Widget, kleine Anwendungen, die nur auf dem Home-Bildschirm laufen, oder komplexere Anwendungen wie beispielsweise Wettercom, die über Widget-Funktionalität verfügen. In der Statusleiste werde ich über aktuelle Meldungen informiert, über Home-Bildschirm-Menü-Einstellungen gelange ich in die Gerätekonfiguration und, wie eben schon angedeutet, im Google Play Store gibt es nicht nur Apps, also kleine Anwendungen für das Gerät, sondern auch Bücher. Auch hier wieder die Sortierung. Diesmal etwas anders, nicht top kostenlose Apps, sondern Bestseller, neu und unterhaltsam und so weiter. Und einige kosten nichts hier, top kostenlos. Häufig ältere Bücher, sehr interessant ist Grimms Märchen zum Beispiel, sind vorhanden. Eine Sache, die ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, ist, was ist denn mit meinen gekauften Anwendungen? Was ist mit meinen installierten Anwendungen? Finde ich die denn auch wieder, wenn ich ein neues Gerät habe und jetzt nicht alles synchronisieren möchte und wiederherstellen will? Klar, die findet man wieder. Einfach im Store auf Menü klicken und da ich mich im Bereich Bücher befinde, hätte ich jetzt hier meine Bücher. In dem Fall öffnet jetzt automatisch die Anwendung Google Play Books, die ich vorhin installiert habe. Das kann etwas dauern, also ich gehe mal auf den Homebildschirm, das lasse ich im Hintergrund laufen, gehe wieder auf den Play Store. Im Bereich Apps
würde ich, wenn ich die Menütaste klicke, nicht meine Bücher, sondern meine Apps sehen. Sehe, welche Apps sind installiert, welche benötigen ein Update, könnte hier, wenn ich auf 4 aktualisieren klicke, alle automatisch aktualisieren. In den Einstellungen kann man auch sagen, dass man immer automatisch aktualisieren möchte. Habe alle Anwendungen, die ich jemals heruntergeladen habe, vollkommen egal, ob kostenlos oder gekauft. Das ist vielleicht nicht ganz so schön, weil das etwas unübersichtlich ist. Ja. Eventuell ist es für den einen oder anderen auch recht nervig, die Anwendungen über den Play Store herunterzuladen, hier am Handy. Nicht jeder hat ein Galaxy Note, das ist jetzt relativ groß und auch sehr übersichtlich. Ich gehe nochmal in Google Bücher. Meine Bücher. Genau, dann habe ich hier Google Play Books und sehe die Bücher, die ich heruntergeladen habe, weil sie kostenlos waren oder gekauft habe. Google Play Books kann man natürlich auch direkt aufrufen, indem man Google Play Books aufruft. Wer viel liest, dem empfehle ich auch Google Play Books irgendwo am Homebildschirm zu platzieren, damit man die Anwendung schnell öffnen kann. Google Play Books ist übrigens sehr toll, denn Google Play Books merkt sich, an welcher Stelle man in dem Buch aufgehört hat zu lesen, und man hat die Möglichkeit, am PC das Buch weiterzulesen. Hört man dann da irgendwann auf und liest am Handy weiter, ist man natürlich an der Stelle, an der man zuletzt am PC gelesen hat. Das ist wirklich sehr schick. Zurück zum Play Store. Wie gesagt, es gibt viele kleinere Telefone, das hier wäre so eins. Und es gibt noch kleinere mit noch kleinerem Display. Manchmal ist es nicht so schön, die Anwendungen dann zu installieren, sich auf dem kleinen Display alles durchzulesen, die ganzen Hinweise und so weiter. Ich schwenke die Kamera jetzt einfach mal hoch. Ich hoffe, man sieht das auf meinem alten Rechner hier. Oh, die Lampe blendet etwas. Vielleicht, wenn ich das drehe. Genau. Geht man im Internet auf die Internetseite play.google.com, dann hat man auch da den Google Play Store. Und es gibt die Möglichkeit, sich hier mit dem Google-Konto anzumelden. Benutzername und Passwort sind die, die man am Handy schon eingegeben hatte oder sich selber vergeben hat. Ich melde mich mal an. Dann dauert es einen kleinen Moment. So. Und im Grunde genommen, also auf die Startseite, ist das der gleiche Shop, nur in diesem Fall im Browser. Ja, nicht, dass du jetzt denkst, du könntest hier Anwendungen für den PC oder in meinem Fall für den Mac herunterladen. Nein, falsch. Sondern du kannst im Browser Anwendungen für dein Handy herunterladen. Hier habe ich auch wieder die Bereiche Apps und Books. Ich gehe auf Apps. Und wähle in der Kategorie, meinetwegen, Shopping, einfach mal eine tolle Anwendung aus, am besten eine kostenlose, eBay, die offizielle eBay-App von eBay. Dann sieht das hier doch gleich viel übersichtlicher aus. Ich habe hier meine Beschreibung, auch Bilder der Anwendung, die Bewertung, die Kommentare der Benutzer, die die Anwendung installiert haben, und kann die hier installieren. Dazu wähle ich mein Gerät aus, in dem Fall Vodafone Samsung GTN 7000. Angenommen, du hast nur ein Android-Gerät, dann wäre hier überhaupt nicht die Möglichkeit, eins auszuwählen. Hier unten der Hinweis auf welche Eigenschaften des Telefons die Anwendung zugreifen möchte. Wenn ich damit einverstanden bin, dann gehe ich auf Installieren. Und dann passiert was ganz Tolles, nämlich an meinem Handy wird die offizielle Android eBay App installiert. Ich muss also nicht in dem Play Store am Handy herumfummeln, sondern ich kann einfach, wenn beide Geräte eine Internetverbindung haben, die müssen auch nicht im selben WLAN sein, sondern vollkommen egal, kann ich im Browser über play.google.com
meine Anwendungen installieren und verwalten. Oben rechts sehe ich bei dem Zahnrad auch die Anwendungen, die ich bereits installiert habe, beziehungsweise bestellt habe. In dem Fall habe ich hier eine kostenlose Anwendung bestellt und das Ganze nach Datum. Was auch noch interessant ist, ist eventuell die Frage, was ist mit Anwendungen, die mir nicht gefallen? Es ist relativ einfach. Angenommen, ich habe eine Anwendung, die mir nicht gefällt und die kostenlos ist, dann lösche ich die einfach wieder. Gefällt sie mir irgendwann, weil sie eventuell aktualisiert wurde oder ähnliches, dann installiere ich sie wieder. Wenn ich eine kostenpflichtige Anwendung habe, zum Beispiel hier Top kostenpflichtig, ich suche mir mal eine heraus, okay, die habe ich schon gekauft. Also, gekaufte Anwendungen, die nicht installiert sind, können jederzeit wieder installiert werden. Ist ja auch nicht der Button kaufen, sondern installieren. Also keine Sorge, ihr müsst nicht eine Anwendung für 5-mal kaufen, sondern nur einmal. Das reicht vollkommen aus. Mal schauen, welche Anwendung ist denn eventuell toll. Und nicht zu teuer am besten. Ja, da ist die Auswahl. Da hat man die Qual der Wahl sozusagen. Ist gar nicht so einfach. Quellreflekt klingt doch recht interessant. Kostet 86 Cent. Und es handelt sich um ein Puzzlespiel. Die Bewertungen sind durchschnittlich ganz gut. Also, dann klicke ich zum Kaufen auf den Preis und ich habe meine Visa-Karte hinterlegt und mit dem Google-Konto verknüpft. Wenn du das noch nicht gemacht hast, weil das Gerät vielleicht gerade zum ersten Mal installiert wurde, dann hättest du jetzt hier die Aufforderung, doch bitte deine Visa-Daten einzugeben. Das kannst du auch in deinem Google-Konto am PC machen. In dem Fall ist das schon geschehen. Sehr schön ist, dass für dieses Spiel keinerlei Berechtigungen erforderlich sind, also auch noch nicht mal eine Internetverbindung. Auch hier bitte wieder aufpassen, es gibt Spiele, die grundsätzlich gar keine Berechtigungen brauchen. Ein einfaches Puzzle zum Beispiel wie dieses, aber trotzdem unbedingt eine Internetverbindung möchten, SMS versenden möchten und ähnliches. Das ist nicht okay, lass die Finger davon. Also, wenn ich jetzt hier auf Kaufen oder Akzeptieren klicke, dann wird die Anwendung installiert, so wie vorhin die kostenlosen Anwendungen auch schon. 18 Megabyte ist jetzt nicht so klein, es kann etwas dauern, also lasse ich das im Hintergrund. Wie du jetzt gerade gesehen hast, kann eigentlich jeder diesen Schritt nachvollziehen, der mein Telefon hat. Angenommen, ich verliere es. Also, ich schalte es mal in den Standby-Modus. Der braucht einfach nur einschalten, hier in den Play Store gehen, sich eine kostenpflichtige Anwendung suchen und die installieren. Das ist natürlich nicht besonders schön. Also, Sicherheit, ein ganz großes Thema, auch ganz wichtig. Bitte, bitte darauf achten. Am Homebildschirm in die Einstellungen gehen. Und dort gibt es einen Punkt Sicherheit. Und hier gibt es die Bildschirmsperre. Dies ist einfach nur auf Wischen eingestellt. Das heißt im Prinzip keine Sicherheit, kann man ja auch gut sehen, keine Sicherheit. Gesichtserkennung wäre schon etwas mehr Sicherheit. Muster ist ganz nett. PIN ist so ähnlich wie bei dem PIN für die SIM-Karte. Oder irgendein längeres Passwort. Das ist natürlich sehr zu empfehlen, weil wenn ihr ein Passwort mit 50 Zeichen, mit Sonderzeichen und Zahlen nehmt und Groß- und Kleinbuchstabenschreibung, dann ist das schon sehr sicher. Ich nehme jetzt mal Muster, wähle. Hier wird mir erklärt, wie das funktioniert. Ich muss also irgendein Muster auswählen. Gehe auf Weiter und nehme jetzt mal irgendwas ganz Einfaches. So. Das war zu kurz. Ich muss mindestens 4 Punkte verbinden. Also sage ich, so, sind mehr Punkte. Weiter muss ich das Ganze wiederholen. Gehe auf Bestätigen. Und was wäre, wenn man das Muster vergisst? Ja, für den Fall muss man jetzt nochmal einen PIN-Code eingeben. Ich nehme mal 1, 2, 3, 4, gehe auf Weiter. 1, 2, 3, 4, nochmal auf Weiter.
fertig. Das Muster ist jetzt hier sichtbar, also wenn das Gerät gesperrt wird und ich es einschalte, dann muss ich ein Muster eingeben. Ich kann sonst gar nichts machen, nur Notrufe tätigen. Gebe ich ein falsches Muster ein, wird mir das angezeigt. Gebe ich das Muster mehrfach falsch ein, muss ich mehrere Sekunden warten, bevor ich erneut das Muster eingeben darf. Wenn das richtige Muster eingegeben wird, ist das Gerät entsperrt. Das ist auch bei Android 2.3 so. Etwas mehr Sicherheit, falls mir jemand über die Schulter schaut, bietet natürlich die Sichtbarkeit des Musters auszuschalten. Dann sehe ich nicht, was ich mache. Erst wenn es falsch ist. Wenn es richtig ist, dann wird das Gerät entsperrt. So, also übrigens keine Sorge, das ist weder das Muster, was ich standardmäßig verwende, noch mein Passwort dazu. Der Einfachheit halber schalte ich jetzt mal das aus und sage Wischen, kein Muster. Gut. Zweite wichtige Sache geht bei Android 4, Telefon verschlüsseln. Das macht Sinn. Da kann man in zwei Stufen einstellen, ob man nur das Telefon verschlüsseln möchte oder auch alle Daten, die man ablegt. Heißt, wenn jemand das Telefon in die Hände bekommt, dann hat er nicht ohne weiteres die Möglichkeit, an die Daten zu kommen und er kann das Gerät auch nicht entsperren. Ja, es ist also sinnlos und nutzlos für ihn. Aber wie bekommst du dein Telefon wieder? Auch eine ganz wichtige Sache. Dazu gibt es ganz viele Anwendungen im Android Market, beziehungsweise Google Play Store, wie er jetzt heißt. Komme ich später zu. Also ich habe jetzt hier dieses Spiel installiert, kann es mal öffnen, wird es geladen. Quell Reflect. Ja, könnt jetzt spielen, das lasse ich aber mal, weil ich eigentlich fast nie spiele. Ich habe nach der Installation oder von dem ersten Klick auf Kaufen, ab da habe ich 15 Minuten Zeit, dieses Spiel zu testen und dann mir zu überlegen, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Und wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich auf Erstatten und werde hier darauf hingewiesen, ob ich wirklich mir den Kaufbetrag für dieses Spiel erstatten lassen möchte. Ich sag mal ja. Dann ein Hinweis, dass das Spiel entfernt wurde von dem Gerät und ich nochmal eine E-Mail mit mehr Informationen bekomme. Im Normalfall wird die Kreditkarte sowieso erst 1 bis 2 Tage nach dem Kauf belastet. In diesem Fall wäre meine Kreditkarte nicht belastet. Selbstverständlich kann man diesen Vorgang nicht so oft machen, wie man will. Beim nächsten Mal, wenn ich dieses Spiel installiere, angenommen ich würde jetzt nochmal hier klicken, hätte ich keine 15 Minuten Testphase mehr. Aber diese 15 Minuten sind schon sehr gut. Beim iPhone habe ich das nicht. Wenn ich mich für den Kauf entschieden habe und als einzige Anhaltspunkte zu der App ist wirklich die Beschreibung und die Screenshots, wenn ich Glück habe, noch ein Video, dann kann ich beim iPhone die Anwendung nicht zurückgeben. Keine Chance. Unmöglich. Okay. Wir waren bei der Sicherheit. Also suche ich jetzt nach Find My Phone. Und bekomme eine lange Liste von mehr oder weniger tollen Anwendungen, um sein Telefon wiederzufinden. Meistens handelt es sich dabei um Services von Drittanbietern. Die oberste App, Find My Phone, die ist wirklich sehr gut. Die habe ich gekauft und werde ich jetzt auch installieren auf diesem frischen Gerät. Also frisch ist es nicht, ich habe es nur für dieses Video jetzt einfach mal resettet. Öffne die Anwendung. Ja, jetzt hier wieder Lizenzbedingungen der Anwendung, dann eine kleine Beschreibung, was man alles machen muss. Überlegt euch, was ihr nehmen wollt. Also Find My Phone, ich finde es ganz nett. Kostet auch nicht so viel. So eine Anwendung macht Sinn. Wenn das Telefon teuer war, eventuell nicht ausreichend versichert ist und noch viel wichtiger, ihr vielleicht sogar eure Daten wieder haben wollt. Jetzt sieht man mich. Dann installiert euch Find My Phone oder eine dementsprechend ähnliche Anwendung, mit der ihr euer Telefon wiederfinden könnt. Die meisten verfügen über Services wie SMS mit dem aktuellen Standort zu schicken. Also ihr hinterlegt die Telefonnummer eines anderen Geräts und wenn euer Gerät verloren gegangen ist, dann geht ihr auf die Internetseite des Anbieters und sagt, mein Gerät ist weg und dann schickt das Gerät hier permanent in einem
meinetwegen 5-Minuten-Rhythmus, die GPS-Koordinaten seiner aktuellen Position. Oder ihr könnt das Gerät aus der Ferne einfach löschen. Viele tolle Sachen gibt es da. Zum Thema Books noch einmal zurück. Ja, ich springe etwas. Ich gehe nochmal hier hoch in den Play Store auf die Startseite, auf Bücher und habe hier meine Bücher. Am PC brauchst du keine Anwendung, um die Bücher zu lesen. Du kannst einfach direkt auf Lesen klicken. Zum Beispiel Grimms Märchen. Es öffnet das Browserfenster. In dem Fall habe ich das Buch tatsächlich nicht gelesen. Als Kind schon mal, aber nicht in Englisch. Ich dachte mir, das ist ganz interessant. Das gab es kostenlos. Und wenn ich jetzt hier vorblättere, meinetwegen bis zu dieser Seite oder der nächsten. Genau. Und dann am Handy den Google Play Books öffne, mir Grimms Märchen raussuche. Es kann etwas dauern, ich habe ja gerade eben erst die Anwendung installiert. Das Buch wird geladen. Dann sehe ich, dass ich mich genau auf dieser Seite befinde. Angenommen, ich schließe jetzt. Ich gehe jetzt hier auf Beenden. Und gehe hier einfach ein paar Seiten weiter, als wenn ich in dem Buch gelesen hätte. Und gehe am PC wieder auf Lesen. Und dann befinde ich mich tatsächlich dort, wo ich mich auch hier am Handy befinde. Das sieht man jetzt schlecht, aber es ist eine andere Seite. Also es läuft sozusagen synchron. Das ist wirklich toll. Ja, das war jetzt eine kleine Einführung in Android, die wichtigsten Dinge. Klickt einfach die Anwendung an, es kann eigentlich nicht viel passieren. Google Maps noch eine sehr tolle Anwendung. Also ein Großteil der tollen Anwendungen kommt aus dem Hause Google. Da geht gleich zu meinem Standort, bis auf 800 Meter genau, dann lädt die Karte nach. Ja, Kamera. Sehr wichtige Anwendung. Google Books, sehr toll. eBay, mit der eBay-App kann direkt gekauft und verkauft werden. Es gibt auch eine Amazon-App. Also denkt euch irgendeine Internetseite aus, irgendein größeres Portal, irgendein Anbieter. Es gibt mit Sicherheit eine App. Also mit an naher Sicherheit, grenzender Wahrscheinlichkeit. Eine Anwendung, die ich ja vorhin schon erwähnt hatte, ist Google Goggles. Die möchte ich jetzt doch noch ganz kurz demonstrieren. Meinetwegen mit Hilfe dieses alten iPhones. Google Goggles. Damit kann ich ein Foto machen. Das Foto wird dann gescannt und es würde sofort erkannt werden hier, oder es wird erkannt, es ist das Apple-Logo. Ja, das heißt, kriege ich jetzt hier Bildervorschläge zum Apple-Logo, vielleicht noch eine Beschreibung, Suchergebnisse, Apple.com könnte also, wenn ich ein Firmenlogo einscanne, direkt auf die Internetseite der Firma gehen. Auf der Apple-Seite will ich jetzt natürlich nicht. Ich kann das auch mal mit danfu.de probieren, ich mal schauen, ob das funktioniert. Habe ich tatsächlich noch nie versucht. Ha! Okay. Das ist natürlich jetzt nicht so besonders toll. Ich habe irgendwann mal eine Zigarette fotografiert und da ist Danfu als Wasserzeichen drin. Schöner wäre natürlich, wenn er jetzt das Logo insgesamt erkannt hätte. Ich versuche es noch einmal. Nein, nein, erkennt er nicht. Schade, schade. Vielleicht sollte ich da mal ein paar mehr Bilder reinsetzen. Es gibt auch einen kontinuierlichen Scan.
kontinuierlich. Achso, ja, dann noch ein paar Hinweise dazu. Und wenn ich jetzt meinetwegen diese Zigarettenschachtel nehme, dann würde mir hier automatisch werden mir hier Ergebnisse angezeigt dazu. Ich gehe mal wieder zurück. Im Falle eines Einzelbild könnte ich zum Beispiel hier, was heißt es denn? Ich habe ja keine Ahnung, wer kann schon Spanisch, außer den Spaniern. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, das direkt zu übersetzen. Ist jetzt nicht ganz so geschickt, will mir Englisch vorschlagen, aber ich habe die Möglichkeit, die Übersetzungsanwendung auszuwählen. Und in der kann ich ja dann hoffentlich jetzt hat er die Sprache auch erkannt, automatisch, und es wird übersetzt, hier, Rauchen ist tödlich. Also, nicht rauchen, ganz wichtig. War auch keine Schleichwerbung, hätte die Schachtel jedes anderen Herstellers sein können, nur ich hatte jetzt zufällig keine mit spanischer, englischer oder was weiß ich was Aufschrift. Also eine wirklich hilfreiche Anwendung, vor allen Dingen im Urlaub. Eventuell noch sehr interessant und anders als beispielsweise beim iPhone wäre zu erwähnen, wenn ich beim iPhone zum Beispiel bei Facebook ein Bild hochladen möchte oder bei Google Plus, nehmen wir Google Plus, dann mache ich das Bild, schließe die Kameraanwendung, gehe in die Google Plus Anwendung und muss da das Bild erneut auswählen und dann kann ich es hochladen. Bei Android ist eine Interaktion zwischen den Anwendungen möglich. Das heißt, wenn ich ein Foto aufnehme, das mache ich jetzt mal. So, hier die Tastatur von dem alten MacBook. Dieses Foto anklicke. Jetzt spiegelt sich die Kamera. Da ist es. Dann habe ich die Möglichkeit, das sofort zu senden, weiterzugeben und kann hier auswählen, an welche Anwendung. E-Mail, Google Plus, ich nehme mal Google Plus. Dann öffnet die Google Plus Anwendung. Nachdem ich die jetzt natürlich noch nicht geöffnet hatte, dauert es etwas, bis sie geladen ist. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Hier muss ich noch sagen, ob ich sofort Upload für Bilder verwenden möchte. Nein, möchte ich nicht. Kontakte sollen nicht synchronisiert werden. So, und das Bild wird direkt an meinen Beitrag angehängt. Das geht mit vielen anderen Anwendungen auch. Also es ist durchaus ein Szenario denkbar, in dem ich ein Foto mache, mir dann eine Anwendung heruntergeladen oder gekauft habe, mit der ich das Foto bearbeiten kann. Also kann ich es direkt aus der Kameraanwendung, kann ich das Foto öffnen, dann an die Bildbearbeitung weitergeben, von der Bildbearbeitung an den Ort weitergeben, wo ich es hinschicken möchte, meinetwegen per E-Mail. Ich kann das Ganze mal mit dem iPhone kurz demonstrieren. Ja, ich weiß, es sollte um eine Einführung in Android gehen. Aber das ist vielleicht doch ganz interessant für den einen oder anderen, der sich entscheidet oder entscheiden möchte, ein iPhone oder ein Android-Telefon. Also ich mache das Foto. Die Kameraanwendung vom iPhone ist übrigens überragend. Das geht hier auch viel schneller, wie man sieht. Wähle das Foto aus. Und ja, kann jetzt zum Beispiel das Foto löschen, wenn ich möchte. Der Grund dafür ist, ich habe am Sperrbildschirm, ohne den PIN einzugeben, das Foto gemacht, dann kann ich es natürlich nicht weiterleiten. Also noch einmal, ich öffne die Kameraanwendung. Entschuldigung, das sollte vielleicht etwas schneller gehen. So, Foto ist hinterlegt, ich öffne das Bild und hier habe ich die Möglichkeit, das Bild jetzt weiterzuleiten, aber nur per E-Mail als MMS, als Hintergrundbild, als Kontaktfoto oder per Twitter als Tweet. Das sieht dann so aus, dass dann die Twitter-Anwendung öffnet und ich einen Tweet absetzen kann, aber mehr nicht. Nur weil Apple hat gesagt,
Twitter ist okay, nehmen wir auf. Geht auch erst seit Android 5. Seit iOS 5, Entschuldigung. Das heißt, wenn ich dieses Foto jetzt zu Google Plus hochladen möchte, muss ich die Google Plus Anwendung öffnen, einen neuen Beitrag verfassen und dann das Foto auswählen oder aus der Anwendung heraus ein neues Foto aufnehmen. Ist natürlich nicht ganz so schick. So gibt es für Android auch einen Dateimanager, dieser eigene Dateimanager, der ist schon vorhanden, der kommt von Samsung, auf anderen Geräten gibt es keinen, es gibt ganz viele im Android-Market, kostenlose, kostenpflichtige, und da hast du dann die Möglichkeit, deine heruntergeladenen Dateien, die Bilder einfach zu sortieren, anzuschauen, und mit vielen Anwendungen gibt es dann auch da die Möglichkeit, die gleich irgendwo hinzuschieben. Weshalb ich das erwähne mit dem Dateimanager, das ist relativ einfach, denn moderne Geräte wie dieses Samsung Galaxy Note haben einen internen Speicher und häufig zusätzlich noch die Möglichkeit, eine Speicherkarte einzuschieben. Wenn also von der SD-Karte, also der Speicherkarte, die Rede ist, dann heißt das nicht unbedingt, es ist tatsächlich die Speicherkarte, die eingeschoben wurde. Und wenn ihr die Daten auf die SD-Karte schiebt, dann bedeutet das noch lange nicht, dass die gesichert sind, denn die Geräte unterscheiden dann zwischen einer internen und einer externen SD-Karte. In dem Samsung Galaxy Note, ich kann das hier mal kurz demonstrieren, befindet sich aktuell keine SD-Karte. Da wäre sie drin. Aber wenn ich jetzt noch einmal in die Anwendung gehe, dann bin ich hier auf meiner SD-Karte. Das ist also nicht die SD-Karte, sondern das ist der interne Speicher. Angenommen, ich würde hier eine SD-Karte einlegen, dann gäbe es noch einen Unterordner externe SD-Karte. Und wenn ihr eure Daten wirklich auf die SD-Karte sichern wollt, dann kopiert die bitte mit einem Dateimanager von dem internen Speicher auf die externe SD-Karte. Sonst sind sie nicht gesichert, falls das Telefon mal gelöscht wird oder ähnliches. Besonders für die unter euch, die das Telefon als Businessgerät verwenden und auf einen Microsoft Exchange Server zugreifen bzw. das Konto mit dem Gerät synchronisieren, ist eventuell eine Sicherung der Daten sinnvoll auf eine externe SD-Karte, denn je nach Konfiguration des Microsoft Mail Servers kann es sein, dass dieser die Erlaubnis, das Telefon aus der Ferne zu löschen, anfordert, und die bekommt er auch. Und dann könnte, aus was für Gründen auch immer, der Systemadministrator des Exchange Servers das Telefon einfach löschen aus der Ferne, wenn alle Daten weg. Also, wichtige Geschichte. SD-Karte ist nicht gleich SD-Karte. Bei dem Gerät sieht das anders aus. Da ist die SD-Karte tatsächlich nur die SD-Karte, die hier auch drin liegt. Es gibt einen internen Speicher, ja, aber nur um Anwendungen zu installieren, nicht um irgendwelche Daten abzulegen. Und Fotos werden grundsätzlich nur auf der SD-Karte abgelegt. Das ist im Android-System so vorgesehen. Und in dem Fall wäre die SD-Karte der interne SD-Kartenspeicher. Zusätzlich gibt es natürlich nochmal einen zweiten internen Speicher, in dem sich die Anwendungen befinden. Okay, ich merke, es wird komplex, es wird kompliziert. Einfach nur merken, SD-Karte ist bei vielen Samsung Galaxy-Modellen noch lange nicht die eingelegte SD-Karte, sondern nur ein interner Speicher, der sich so nennt. Bevor ich abschließe, möchte ich euch noch wärmstens eine weitere Anwendung ans Herz legen, die heißt Stadt-Land-Anruf. Hier ist sie. Die Anwendung zeigt an, aus welcher Stadt, aus welchem Land oder aus welchem Netz jemand euch anruft. Ist auch nicht besonders groß, 1,33 Megabyte. Die Bewertungen sind mit 4,3 okay. Die Installation dauert einen ganz kleinen Moment. Wenn man die Anwendung öffnet,
kann man sie einrichten. Hier noch ein Hinweis. Es würde bei einem eingehenden Anruf ein Element wie dieses hier unten mit Stadt-Land-Anruf eingeblendet werden. Die Position des Elements kann ich bestimmen. Also neben der Anzeige im Display habe ich auch noch die Möglichkeit, mir das oben in der Statusleiste anzeigen zu lassen. Das ist besonders bei einigen HTC-Geräten nötig, weil die Anzeige im Display nicht geht. Also ich möchte aber jetzt nur Display an dem Gerät. Ich kann die Position bestimmen. Das macht Sinn, weil der Anrufbildschirm von Android-Gerät zu Android-Gerät unterschiedlich ausschaut und ich natürlich nicht die Tasten zum Abheben verdecken möchte. Ich kann die Schriftgröße bestimmen. Bei dem Riesendisplay kann man da schon groß wählen. Hier sehe ich immer wieder, wie das Element später aussieht. Und ich kann die Farbe definieren, damit es gut hervorsticht. Nehme ich jetzt einfach mal hier eine Rotkombination. Und wenn ich jetzt angerufen werde, das war's. Die Anwendung brauche ich danach eigentlich nicht mehr öffnen. Und wenn ich jetzt angerufen werde, ich werde mich jetzt einfach mal selber anrufen. Dann sehe ich nicht nur mein Bild, die Abhebe- oder Abweisetaste, sondern eben auch die Einblendung, dass dieser Anruf jetzt, ich klicke mal auf, dass der aus dem Vodafone D2-Netz kommt. Ist natürlich eine sehr nette Sache. Also wenn jetzt jemand meinetwegen aus Madrid anrufen würde, ich befinde mich in Deutschland, dann stand dort drin Spanien, Madrid, ruft er aus meinetwegen dem Vodafone-Netz an und befindet sich in London, dann wüsste ich natürlich nicht, dass er aus London anruft, weil Standortinformationen werden nicht übertragen. Das Ganze kommt aus einer internen Datenbank in der Anwendung, sondern stand da einfach Vereinigtes Königreich Vodafone. Ja, ist eine sehr schicke Sache. Als letzten Punkt, den hatte ich noch vergessen, wenn du die Home-Taste länger drückst, kannst du zwischen Anwendungen hin und her gehen. So ähnlich wie der Task-Umschalter bei Windows oder Mac OS X oder wie auch immer. Einfach länger drücken und du siehst eine Liste der zuletzt geöffneten Anwendungen. Du kannst sagen, okay, ich bin jetzt am Homebildschirm, ich will wieder in die Stadt-Land-Anruf-Anwendung, um meinetwegen die Liste meiner Anrufe zu sehen. Da sehe ich dann auch, wer angerufen hat, in dem Fall den Namen und dann aus dem Vodafone D2-Netz. Das wüsste ich sonst nicht. Das sehe ich auch für meine Kontakte. Die gehen euch aber nichts an, also klicke ich jetzt auch nicht darauf. Kann auch ausgehende Anrufe ansehen. Also alles in allem eine sehr nette App. Kostenlos. Wer meinetwegen in Österreich oder der Schweiz ist, hat als kleines Gimmick hier nicht die angedeutete Deutschlandkarte, sondern selbstverständlich die Karte aus Österreich oder der Schweiz. Viele Länder wie beispielsweise Norwegen, Österreich, Schweiz natürlich, das Vereinigte Königreich und so weiter, sind enthalten. Noch nicht alle, aber viele. Okay, ich kann jederzeit, auch wenn ich mich innerhalb einer Anwendung befinde, zu einer, wenn ich die Home-Taste länger drücke, bis dann dieser Umschalter kommt, zu einer beliebigen anderen Anwendung wechseln, die ich auch schon offen hatte. Oder wieder zurück zum Homebildschirm. Das sieht unter Android 4 recht schick aus. Da sind dann so kleine Vorschaubildchen. Bei Android 2.3 oder früher funktioniert das selbstverständlich auch. Ich drücke längere Zeit die Home-Taste und sehe, ich hatte nur zwei Anwendungen offen, nämlich den Play Store und die Einstellungen, aber sehe hier das Icon der zuletzt geöffneten Anwendungen. Für eine kleine Einführung war das jetzt hier schon eine etwas längere Einführung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wäre sehr zufrieden, wenn es eventuell dem einen oder anderen ein kleines bisschen hilft und den Einstieg in die Welt der Android-Geräte erleichtert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Daniel.